Kommenden Freitag starten für rund 190.000 oberösterreichische Schüler die wohlverdienten Ferien. Im Schuljahr 2016/17 haben unsere Schüler gute Leistungen erbracht. In den Zeugnissen stehen insgesamt 1 Million Einser. Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer zieht eine erfreuliche Bilanz. Ich kann für das vergangene Jahr wieder den Schülern und den Lehrern eine herzliche Gratulation aussprechen. Wir haben gute Ergebnisse, wir sind bei den Bildungsstandards vorne, wir sind bei der Zentralmatura vorne. Wir haben die 1000. Maturantin, die Lehre mit Matura gemacht hat. Also ich merke auch, egal wo ich hinkomme, heißt es immer wieder, ja, ihr in Oberösterreich. Ich kann uns also eine sehr positive Bilanz ziehen, über 1 Million Einser. Zudem wurde auch die Herausforderung der Flüchtlingskinder im Großen und Ganzen erfolgreich gemeistert. Ja, es ist das zweite Schuljahr in dieser Fluchtbewegung, wo wir die Schüler haben. Wir haben zu Beginn ein klares Konzept erstellt, wo wir davon ausgegangen sind, dass die Schüler möglichst verteilt sein sollen. Da kam uns die Unterbringungspolitik des Landes zugute, aber auch wir in der Schule haben geschaut, dass wir sie altersgemäß einschulen und somit haben wir auch in den verschiedenen Schulstufen eine gute Verteilung. Ich kann unter dem Strich ein positives Resümee ziehen. Wir konnten natürlich die Erfahrungen des vorausgegangenen Schuljahres jetzt mit einbeziehen. Die Ergebnisse aus einer Befragung, die ich durchgeführt habe an allen Schulen in Oberösterreich, zeigen uns, dass auch die Schule selbst als Organisation davon profitiert hat. Trotz aller positiv gemeisterten Herausforderungen möchte sich Bildungslandesrätin Christine Haberlander nicht auf den Erfolgen ausruhen. Darum startet sie in den Ferien mit der Sommertour Bildung im Dialog. Hier ist die Bevölkerung eingeladen, bei 5 regionalen Workshops über die Anforderungen und Bedürfnisse einer modernen Schule mitzudiskutieren. Wir machen jetzt 5 Diskussionsveranstaltungen in ganz Oberösterreich, dann noch eine Online-Befragung für all jene, die vielleicht zu den Veranstaltungen keine Zeit gehabt haben. Und dann erarbeiten wir gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus dem Bildungsbereich ein Bildungspapier, wo wir Herausforderungen aufzeigen, aber auch schon Lösungsvorschläge. Anmeldungen zur Sommertour sind per Mail an lr.haberlander@ooe.gv.at ab sofort möglich. Auch wenn das nächste Schuljahr schneller vor der Tür steht, als man glaubt, wünschen wir allen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern natürlich erstmal schöne und erholsame Ferien.